Hallo und herzlich willkommen bei Silverwurm. Da war es doch kürzlich mal so schwül, drückend, heiß. Und es wird jetzt auch wieder heiß. Ja, dann läutet sich bestimmt schon der Herbst ein. Aber wenn immer mal wieder so heiße Tage kommen, dann passiert mit der Frisur oft eins. Wuff, es fällt zusammen. Also heute ist es auch ziemlich warm, aber meine Haare sind duftig und locker. Warum? Weil ich einen Trick angewandt habe, den ich dir gleich nochmal zeigen möchte. Klar, ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, aber es kommen immer wieder Nachfragen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal genauer erklären kann, wie bekomme ich in welcher Höhe die Stützhaare so ins Haar geschnitten, damit das nicht alles zusammenfällt, sondern ein schönes Volumen gibt. Ich habe jetzt Farbe drin, das hatte ich beim Schnitt noch nicht, um dir nämlich genau daran zu zeigen, wo du dich orientieren kannst, in welcher Höhe die Stützhaare am besten geschnitten werden. Also das ist jetzt 2 Wochen später, nach dem, was du jetzt gleich sehen wirst. Und es gibt Volumen, ich brauche einfach nur so machen, anhand dieses kleinen Tricks, den ich dir jetzt zeige. Und über schönes Wetter freuen wir uns doch alle, aber über das Dampfen und über dann wuff, Haare platt und klebrig am Kopf liegend haben, das wollen wir alle nicht. Also schau dir jetzt an, wie ich das gemacht habe. Bei Luftfeuchtigkeit sehen meine Haare aus wie Puttchenbrummel. Das liegt dann einfach nur flach, weil man kann es auch hier erkennen, Wahnsinnsluftfeuchtigkeit heute, Wechseljahre sind es nicht mehr, da bin ich durch. Und die Haare hier am Rand, die kleben an und die Feuchtigkeit, die über die Kopfhaut entweicht, die macht die Haare dann eben so platt. Das ist bei meinen Haaren so, die fein sind, also ich habe viele Haare, aber feine Haare. Das ist aber auch bei Haaren, die lockig sind oder kraus sind. Da ist Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Dampfen, ne? Dann explodiert das, sieht das aus wie geplatzter Polsterstuhl oder weil bei mir die Frisur fällt einfach zusammen. Mit einer ganz normalen Haarschneideschere kann man jetzt nicht viel machen, weil damit kann man nur die Länge regulieren, aber die Modellier- oder Effilierscheren, also ist egal, ob jetzt die eine Seite Zähne hat oder beide Seiten, wie hier in dem Fall die Zähne haben, damit schneidet man nur einen Bruchteil der Haare raus und diese Haare, die stützen die anderen hoch, auch wenn man am Kopf leicht dampft oder schwitzig ist. Ich habe jetzt, ich bin überfällig mit der Haarfarbe. Das kann man daran sehen, dass mein Ansatz auch schon enorm ist. Da kennen wir mal hier so eine Stelle hoch. Da kannst du ganz genau sehen, ab hier sind die Haare rausgewachsen und ich müsste jetzt eigentlich färben. Auch das würde die Haare wieder viel besser in den Stand bringen. Habe ich aber die nächsten Tage keine Zeit, aber ich möchte eben ordentlich aussehen und nicht so, so zusammengefallen. Weil egal, was ich da reinklatsche, durch diese immense Luftfeuchtigkeit wird das immer wieder umfallen. So, aber ich nutze diese Stelle, um dir nochmal ganz genau zu zeigen, das ist jetzt exakt da, wo man die Stützhaare reinschneiden sollte. Ich gehe jetzt nur einmal mit der Schere da rein, ziehe die Haare mit raus, also die Schere lasse ich zu. Bitte auf jeden Fall zulassen, wenn man sowas macht, weil sonst würde man die anderen Haare aufschlitzen. Und du kannst sehen, das geht jetzt bei einem Mal schneiden raus. Ich stelle mir mal gerade meinen Abfall hier hin. So. Und diese Menge kann manchmal schon reichen, damit das Ganze dann fädrig absteht. Es sieht tatsächlich im Moment auch so aus, als wenn es so wäre. Lasse ich daher erstmal und gehe dann wieder passé für passé durch die Haare durch und schneide exakt da, wo die Farbkante ist, einmal rein. Würde ich jetzt nicht bei nassen Haaren machen, aus dem einfachen Grund, wenn die Haare nass sind, sind die ganz anders gebündelt und man schneidet wesentlich mehr Haare raus.
Ich mache es jetzt auch mal ohne Kämmen, weil ich ganz genau weiß, wo diese Kante ist. Und kämme mir dann zum Schluss einfach nur diese Haare raus. Am besten ist es tatsächlich auch, wenn man dann einmal durchspült, also nass machen, durchspülen oder durchwaschen. So, und jetzt machen wir einfach mal den Test mit so ein bisschen, als wenn ich die Kopfhaut massiere. Und du kannst erkennen, die Haare haben Stand. Also es ist wie Magie, nur besser. Und von der Länge habe ich ja jetzt nichts weggenommen. Da kitzelt was. Könnte ich jetzt noch, aber das wäre jetzt bei mir erst in Schritt 2 der Fall. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob das so reicht mit den paar Stützhaaren. Manchmal ist es tatsächlich wirklich nur so ein kleines bisschen, was daran schuld ist, dass die Haare dann flach fallen. Was du auch machen kannst, ist die Kombination mit solchen Produkten. Das hier zum Beispiel ist die Strandmatte von Got2Be. Die ist so pastös und hilft den Haaren, dann diesen Stand noch ein bisschen länger zu bewahren. Also es könnte passieren, wenn du jetzt kein Produkt in die Haare gibst, föhnst, dann stehen die erstmal hoch und nach ein, zwei Stunden macht das dann trotzdem den Abgang, dass es runterfällt. Und damit kannst du mit einer kleinen Menge, die du hier am Kopf einmassierst, dann auch schon wieder eine Menge machen. Aber das ist im Moment gar nicht nötig. Ja, und ich dachte, das ist mal ein kleines Filmchen wert, um zu zeigen, es ist draußen furchtbares Wetter, es ist schwül, drückend, Haare fallen zusammen, so kannst du dir helfen. Man sieht, also bei mir müsste eigentlich schon der nächste Haarschnitt passieren, aber es reicht dann auch einfach nochmal so ein bisschen ums Ohr zu schneiden. Die Kombination Stützhaare und mal gerade ums Ohr rumschneiden. Und alles ist wieder gut. Da quält man sich manchmal tagelang, guckt in den Spiegel und denkt, boah, ich kann mich nicht mehr sehen. Dabei ist es wirklich, wirklich super, super einfach. Da nochmal für 2-3 Wochen zum nächsten Friseurbesuch zu überbrücken. Oder wenn du nicht zum Friseur gehst, das alleine in den Griff zu bekommen. Ja, und so ist die Welt auch wieder in Ordnung. Also Stützhaare reinschneiden. Denk dran, lieber dreimal wenig als einmal zu viel. Weil wenn du dreimal in jedes Passé schneidest und du hast vielleicht gar nicht so wahnsinnig viele Haare, dann könnte das einfach zu dünn sein. Dann hast du wie so ein Mäcki mit so ein paar Federchen rausgucken. Aber ich denke mal, das wird jeder mit gesundem Menschenverstand einschätzen können und lieber nur einmal da rein. Und anhand dieser Farbkante konntest du jetzt sehr schön erkennen, wo müssen die Stützhaare rein, beziehungsweise wie lang sollen die sein. Und ja, ich arbeite ungern mit exakten Zentimeterangaben, aber das sind halt so knapp 2 Finger breit. Also ich schätze mal, das sind so 2,5 Zentimeter. Ne? Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich diesen Schritt einfach gemacht habe. Und dann geht's wieder. Simpel, oder? Juhu, juhu, die Federboa ist wieder da. Ja. Daumen hoch würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ne? Das war jetzt mal so ein Quickie. Aber manchmal braucht man so einen Stupser. Gerade ne, wenn es heiß ist, drückend ist und man sagt, boah, was mache ich eigentlich? Weil ist nicht schön. So kann es aber wieder schön werden. Tschüss, die Michaela, deine Silverbum.